schwerste Los der vier Schweizer Clubs in der UEFA Cup Quali hat sicher einbezogen. Die Berner müssen gegen Marseille antreten. Und mit den Franzosen, da hat es IBE schon vor einem Jahr im UEFA Cup zu tun bekommen. Von einem hat dann zumal noch praktisch niemand geredet, von Frank Ribéry nämlich. Das hat sich schlagartig geändert mit seinem Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland. Seitdem ist er der Starstürmer zu Frankreich und er möchte jetzt Marseille so schnell wie möglich verlassen. Natürlich für einen besseren, höher dotierten Vertrag. Noch ist der Frank Ribéry aber bei Marseille und mit denen ist er heute zum Spiel nach Bern gereist. Aber hat er heute zu oben im Stade de Suisse auch wirklich gespielt? Diese Frage kann der Dani Weiler beantworten. Franck Ribéry war zwar voll dabei, aber nicht mittendrin. Spielt er hier, kann er für einen allfälligen neuen Club nicht mehr im Europacup eingesetzt werden. In Marseille würde sein Abgang zutiefst bedauert. Das Spiel war 4 Minuten alt, als Yakin an den Ball kam. Sein toller Pass fand Varela. Taiwo riss diesen zurück und der österreichische Schiedsrichter Bernhard Brucker griff in die Hosentasche. Rote Karte für Marseilles nigerianischen Verteidiger Taiwo. Eine Maßnahme, die absolut berechtigt war. Das zeigen auch die Wiederholungen. Taiwo war letzter Mann, eine klare Notbremse. Taiwos Ausschluss nach 4 Minuten, ein Schock für Marseille. Und dann war da ja noch der fällige Freistoß. Yakin schoss und Yakin verschoss. Olympique Marseille brachte nun Härte in die Partie. Die IB-Spieler mussten einiges einstecken. Marco Wölfli brauchte bisher nicht einzugreifen. Jetzt ein Freistoß für die Gäste. Contarei, Zubar, Tor. Nach 18 Minuten stand es 1:0 für Marseille. Durch Verteidiger Ronald Zubar. Aber wo waren da nur die IB-Verteidiger? Bohuri, Thiago, Milicevic, alles kopfballstarke Spieler. Trotz Berner Überzahl im Strafraum kam Zubar an den Ball. Und so sah IBs Antwort aus. Hoddle. Wechselte die Seite. Marcos verlängerte. Varela. Dann die präzise Flanke, die Yakin erreichte. 1:1 nach 20 Minuten. Ein Kopfballtor von Yakin. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und auch Marseilles Abwehr hinterließ hier keinen guten Eindruck. 1:1, immerhin das. Gernot Roh. Er hätte im Sommer Trainer in Marseille werden können. Er lehnte ab und so erhielt Albert Aimant diesen Job. IB nun mit Vorteilen. Und meistens setzte sich Varela gut in Szene. Barthes Ersatz, Carrasso, aber blieb aufmerksam. Kurz vor der Pause konterte Marseille. Die Gefahr aber blieb gering. Wenn da nicht Thiago gewesen wäre, dessen zu kurzen Rückpass ergatterte Niang. 2:1 für die Gäste aus Südfrankreich, ein Berner Geschenk. Mamadou Niang, Marseilles erfolgreichster Torjäger, bedankte sich. Marseille holte ein Optimum heraus aus der ersten Halbzeit. Und hier der nonverbale Pausenkommentar des IB-Trainers. Gernot Rohr reagierte, brachte João Paulo für den fehlerhaften Thiago. Das ist Hakan Yaki mit einigen starken Szenen. Dann Ronny Hoddle. Yaki, wieder er, verlängerte. João Paulo, Tor! 4 Spielminuten brauchte der Brasilianer nur bis zu seinem Treffer. Ein sehr schön herausgespieltes Tor mit Hakan Yaki in einer zentralen Rolle als Vorbereiter. In der Offensive klappte das Berner Spiel weitaus besser als in der Abwehr. João Paulo 2:2. Marseille weiterhin ohne Ribéry. Dann Delphine, der Ex-Marseille-Spieler, verlängerte direkt in den Lauf von Niang. Keiner aus der IB-Abwehr vermochte diesen zu stoppen. Erneut führte Marseille Doppeltorschütze Mamadou Niang. Und erneut sah die Berner Hintermannschaft ganz schlecht aus. Ausgerechnet Delphin gegen seine Ex-Kollegen leistete er Schützenhilfe. Und Jan machte das sehr routiniert.
Nach 70 Minuten kam es dann doch noch zu Ribéry's Europacup-Einsatz. Ein Zeichen, dass er in Marseille ist. Viel Abwechslung im Stade de Suisse vor 18.000 Fans. Jetzt war wieder Schiedsrichter Broca dran. Er zeigte Subar rot. Und den Grund sehen Sie hier. Wölfli wollte sich um den Verteidiger kümmern, aber der schlug einfach zu. Was war nur mit Subar los? Marseille nur noch zu neun. Einwurf Hodden. Marcos reagierte am schnellsten. Der Ausgleich nach 73 Minuten. Das 3:3. Hoddles weiter Einwurf führte zur allgemeinen Verwirrung in Marseilles Strafraum. Zwei rote Karten, sechs Tore. Die Fans kamen auf ihre Kosten. In den Schlussminuten legte Ibe nochmal zu und kam zu Chancen. Marcos verpasste hier den Siegtreffer in der 90. Minute. Ibe schoss zwar drei Treffer und gewann dennoch nicht. Da kann man nicht ganz zufrieden sein. Leider haben wir ein paar Geschenke gegeben. Wir waren sehr gastfreundlich heute Abend. Es wäre nicht nötig gewesen. Wir haben drei wunderbare Tore geschossen. Haben auch das Spiel dominiert und das Spiel in der Überzahl ist nicht so einfach gewesen, weil halt die Spieler von Marseille sehr clever sind und die Stürmer sehr, sehr schnell und gefährlich im Kontern. Marseille, das ist mein Club. Ich bin sehr froh, dass ich heute mitspielen durfte. Ich bin zufrieden, was wir geleistet haben. Es war nicht einfach. Wir haben ein sehr gutes Resultat erzielt. Es steht 3:3. Mathematisch wäre es besser 0:0, aber wir freuen uns über die Tore und warum sollen wir dort nicht 1:0 gewinnen? Ja, und Marseille reist mit viel Zuversicht nach Hause. Ja, und mit Heimreisen wird vorläufig auch der Franck Ribéry.